Moin und willkommen zu diesem neuen Video von mir. Ja, in den letzten Testvideos von All Powers habe ich ja etwas größere Power Stations vorgestellt. Da hatten wir einmal die R2500 und die S2000. Damit kann man wirklich große Geräte betreiben, Wasserkocher, einen Föhn, einen Toaster oder auch eine Mikrowelle. Also wirklich große Geräte, die man entweder zu Hause hat oder auch auf einer Reise dabei hat. Heute soll es mal um etwas kleinere Powerbanks gehen, nämlich die kleinsten, die All Powers im Angebot hat. Ja, und vielleicht habt ihr schon im Hintergrund gesehen, heute soll es um die PB65 und PB100 gehen. So sehen die aus. Und ich werde euch jetzt gleich mal im Detail zeigen, was man damit anstellen kann, wie die Leistung der beiden Powerbanks sind. Also es sind keine Powerstations, es sind Powerbanks. Schön kompakt und wir gucken uns die jetzt mal im Detail an. Dann habe ich hier noch mehrere kleine Geräte mitgebracht, unter anderem zwei Taschenlampen mit verschiedenen Ladeströmen. Einmal einen Drohnenakku. Der lädt tatsächlich mit relativ viel Strom. Da werden wir mal schauen, wie die Powerbank das schafft. Und einen kleinen Handstaubsauger. Und dann habe ich natürlich noch mein Smartphone dabei. Denn wir haben hier auch USB-C-Anschlüsse, also Direktanschlüsse mit ja, entweder bis zu 65 oder bis zu 100 Watt. Und wir schauen einfach mal, wie sich das Ganze verhält, wenn wir dann da noch ein paar mehr Geräte anschließen. Und ja, was im Endeffekt da rauskommt und so weiter und so fort. Ja, schauen wir uns die Powerbanks erstmal im Detail an. Wir haben hier einmal die etwas kleinere PB65. Das ist diese hier. Und die PB100, das ist die etwas größere. Die hat dann hier auch noch einen kleinen Henkel zum praktischen Transport. Wenn man keine Tasche dabei hat, muss man sie nicht in die Hosentasche stecken. Beide Powerbanks haben vorne ein Display, auf der die Kapazität in Prozent angezeigt wird. Und sobald man jetzt ein Gerät anschließt oder die Powerbank lädt, wird dann hier angezeigt, wie viel Ampere dementsprechend rausgeht. Dann haben wir bei der kleineren PB65 insgesamt 4 Anschlüsse. Wir haben hier zweimal USB-C Direktanschlüsse. Da fließen bis zu 65 Watt. Und dann haben wir noch ganz normale USB-C-A-Ports. Und hier auf der Rückseite sieht man auch ganz bequem, wie viel dann im Endeffekt rauskommt, wie viel die leisten, die Anschlüsse. Wir haben hier bei den USB-C-Ports bei beiden maximal 3 Ampere. Schön finde ich es halt, dass wir hier wirklich 4 Anschlüsse haben und nicht wie bei anderen Herstellern irgendwie nur 2 Anschlüsse USB-A und keinen USB-C-Anschluss. Und wir haben hier 2 USB-C und 2 USB-A. Die Powerbank hat 16.000 mAh. Davon kann man natürlich nicht alles nutzen. Und die nutzbare Kapazität wird dann 9.600 mAh sein. Ja, damit lässt sich schon mal ein Drohnenakku beispielsweise zweimal wieder vollständig aufladen oder fast vollständig aufladen. Einmal auf jeden Fall. Und ja, auch ein größeres Smartphone lässt sich damit ungefähr 3-mal aufladen. Schauen wir uns noch die etwas größere Powerbank an, die PB100. Da haben wir auf der Vorderseite exakt das gleiche wie bei der kleineren, nämlich 2 USB-C-Anschlüsse und 2 USB-A-Anschlüsse. Zusätzlich haben wir dann hier noch einen kleinen Henkel. Den kann man auch abschrauben, wenn man den nicht braucht, wenn man den nicht haben möchte, wenn er irgendwie im Weg ist. Ja, und zusätzlich hat die größere Powerbank dann hier noch eine Lichtfunktion. Die kann man ganz einfach mit diesem Knopf hier auf der Vorderseite mit langem Drücken ein- und ausschalten und dann mit kurzem Drücken durchschalten. Kapazität 24.000 mAh und nutzbar davon sind dementsprechend 14.000 mAh. Ja, und bis zu 100 Watt verträgt diese kleine Powerbank. Das ist schon wirklich ganz schön viel. Also wenn ich bei meinem Handy Schnellladen aktiviere, dann gehen da ungefähr 50 Watt raus. Also kann ich hier mit 2 Handys gleichzeitig mit Schnellladen aufladen. Das ist schon eine Ansage für so ein kleines Gerät. Und ich würde sagen,
das testen wir doch jetzt gleich mal. Noch ein, zwei Worte zu der Wiederaufladung der Powerbanks. Es geht ganz einfach mit USB-C. Ihr könnt euch alle möglichen Adapter hernehmen. Ob ihr jetzt das Ganze über einen Zigarettenanzünder im Auto aufladet, also 12 Volt, oder zu Hause über 230 Volt mit so einer Adapterbuchse oder auch mit einem Schnellladegerät, das habe ich auch getestet. Das ist gar kein Problem. Die Powerbank wird euch anzeigen, wie viel Strom gerade reingeht, bei der kleinen als auch bei der großen. Und es variiert dann dementsprechend, aber ihr werdet dann, wie gesagt, angezeigt bekommen, wie viel Strom gerade reingeht. Das Ganze natürlich auch in Prozent, nicht mit irgendeiner Ladebalkengeschichte, die dann immer am Blinken ist. Nein, ihr habt wirklich die exakte Prozentzahl von dem, was drin ist oder schon reingegangen ist. Und im Vergleich zu anderen Powerstations auf jeden Fall ein echt gutes Feature. Das haben nämlich nicht alle. Viele haben es, aber noch nicht alle. Und das ist echt ein super Upgrade, wenn ihr beispielsweise eine kleinere Powerbank besitzt, die dieses Feature noch nicht hat. Ja, lasst euch auf jeden Fall nicht durch das Flackern irritieren. Das kommt jetzt nur durch die Kamera. Ich habe auch nicht geschafft, das Flackern irgendwie wegzubekommen. Aber sei es drum. Wir werden jetzt mal schauen, was die beiden Powerbanks so leisten. Dazu habe ich, wie gesagt, einige Geräte mitgenommen und die schließen jetzt mal an. Für mich als YouTuber ist es immer ganz wichtig, hier auch meine Drohnenakkus laden zu können. Das werden wir direkt mal ausprobieren. Wir schließen den Akku hier mal an den USB-C1-Anschluss an. Und dann sehen wir auch, der Ladestrom geht hier langsam hoch bis auf 3,3 Ampere. Und der Akku, wie ihr seht, lädt. Das schafft nicht jede Powerbank. Ich habe auch Powerbanks zu Hause, die das Ganze nicht können. Das ist natürlich ein bisschen schade, gerade wenn man irgendwie nur einen Akku hat oder keinen zweiten kaufen möchte, weil die natürlich auch sehr teuer sind. Dann eignet sich das auch, einfach eine Powerbank mitzunehmen, die man ja dann auch vielseitig einsetzen kann, als dann irgendwie einen zweiten oder dritten Akku zu kaufen, für den man dann extra Geld ausgeben muss. Ja, und die passen, ja, wie gesagt, einfach in den Rucksack. Ist halt ideal für eine Wanderung oder sonstige Unternehmungen. Dann gucken wir mal, was passiert, wenn wir jetzt ein kleineres Gerät anschließen, bevor wir jetzt sämtliche Geräte anschließen. Ich habe hier über USB-A eine Taschenlampe, die aber einen USB-C-Anschluss hat. Da bin ich auch mal sehr gespannt, was das Ganze jetzt hier bedeutet. Schließen die Taschenlampe einmal an. 1,7 Ampere gehen raus, also ungefähr die Hälfte von dem, was wir gerade mit dem Drohnenakku geschafft haben. Dann hatte ich euch ja erzählt, man kann damit auch Smartphones schnell laden. Das werden wir jetzt auch nochmal ausprobieren. Wir fangen mal mit der kleinen an. Ich habe hier mein Handy liegen. Supercharge ist auf jeden Fall aktiviert. Und hier sieht man super schnelles Laden. 44 Minuten bis voll. Ich habe gerade 53%. Also schnelles Laden ist auf jeden Fall aktiviert und wir laden hier mit 3 Ampere. Also es ist vergleichbar wie eine ganz normale Schnellladebuchse zu Hause mit Adapter, beispielsweise von Samsung. Dann schließen wir doch mal ein zweites Gerät gleichzeitig an. 4 Ampere gehen raus. Das Handy hat sich auf Stunde 5 Minuten bis voll eingependelt. Jetzt schließen wir noch mal ein drittes Gerät an. Haben jetzt hier noch eine Taschenlampe und da gehen wir dann auf die volle Leistung. Ich hoffe, ihr seht es, 4,6 Ampere, die rausgehen. Das Handy hat sich auf 1 Stunde 12 Minuten bis voll eingependelt bei 55% Akkuleistung im Moment. Dann hole ich jetzt noch mal ein zusätzliches Kabel raus, damit ich noch mal irgendwas anderes anschließen kann. Vielleicht noch den Drohnenakku als Stresstest dazu. Mal gucken, wie das funktioniert. Zweites USB-C zu USB-C Kabel und dann gehen wir doch mal direkt an den Drohnenakku und gucken, was passiert. Ja, es pendelt sich ein, aber wir sehen, es lädt. Pack mal die kleinere kurz weg. Es lädt gleichzeitig mit dem Smartphone auf 1 Stunde 49 bis voll. Gleichzeitig mit der Taschenlampe, mit den beiden Taschenlampen. 4,6 Ampere gehen raus. Ich bin erstaunt, dass wir nach
ja, 5 bis 6 Minuten immer noch bei 99% Akkuleistung stehen. Aber es funktioniert. Powerbank ist auch noch nicht warm oder sonstiges. Jetzt bin ich mal gespannt. Können wir hier noch das Licht anschalten? Ja, wir können das Licht noch anschalten. Also kompletter Stresstest jetzt für diese Powerbank. Es funktioniert. Verrückt, okay. Also das hier hat sie schon mal sehr gut gemeistert. Wir machen den Test jetzt nochmal mit der kleineren Powerbank. Da bin ich mal sehr gespannt, wie die das Ganze verträgt. Das Smartphone lädt gerade mit einer Stunde 11, Stunde 48. So wie bei der größeren Powerbank. Hier haben wir den Akku von der Drohne. Den Taschenlampen-Akku. Und auch die zweite Taschenlampe lädt. 4,5 Ampere gehen raus. Ich würde sagen, wir lassen die ganzen Geräte jetzt mal eine Weile liegen und gucken uns dann an, wie das Ganze so nach Viertelstunde, 20 Minuten aussieht. Wie viel Prozent dann so rausgegangen sind. Und dann sehen wir uns gleich wieder. So, gute halbe Stunde ist jetzt vorbei. Wir haben hier jetzt noch 77%. Die Powerbank ist nicht warm. Also es ist kein Scherz, die Powerbank ist wirklich nicht warm. Das ist krass tatsächlich, weil ich auch andere kleinere Powerbanks zu Hause habe, die immer sehr warm werden. Also es ist nicht erwähnenswert, wenn ich jetzt die andere nehme. Also das sind vielleicht 5 Grad Unterschied im Vergleich zu der, die ich jetzt nicht benutzt habe. Verrückt. Okay, 77% haben wir jetzt noch. Dementsprechend sind 23% rausgegangen. Oder gut 22% seitdem der Test gestartet ist. Ja, die Geräte laden nach wie vor alle ohne Probleme. Mein Handy hat trotz Nutzung 64% erreicht, Drohnenakku lädt, die zwei Taschenlampen laden. Ich würde sagen, der Test ist auf jeden Fall mal bestanden. Ich habe extra die kleine genommen, um wirklich zu testen, ob die beiden auch halten, was sie versprechen. Bei der großen bin ich mir sehr sicher, dass sie das schafft. Vor allen Dingen halt für Menschen, die ihre Geräte schnell laden möchten und nicht so eine poplige, kleinere Powerstation dabei haben möchten, die das nicht schafft und wo das Handy dann einzeln irgendwie 1,5-2 Stunden dranhängt, bis es voll ist. Nein, hier hat man wirklich die Funktion, das Ganze mit 65 oder maximal 100 Watt zu laden. Ich werde sie auf jeden Fall ja für solche Sachen wie meinen Drohnenakku auf einer Wanderung beispielsweise oder auch meinen Smartphone-Akku auf einer Wanderung nutzen. Wenn man streamt, ist es eine sehr gute Sache. Oder aber auch fürs Auto. Ich werde ja hier noch eine kleine Lichterkette einbauen. Das hat sich nämlich auch schon bewährt in meinem anderen Disco. Da habe ich ja auch eine Lichterkette verbaut und da habe ich das auch immer so gelöst, dass ich das Ganze über eine Powerbank verbunden habe und die dann einfach angeschaltet habe und dementsprechend ging dann auch das Licht an, wie so ein kleiner Lichtschalter. Gerade wenn man an der Stelle vielleicht auch keinen Strom verlegt hat und das Kabel ist nicht lang genug oder so, kann man dann mit einer Powerbank auch nochmal aushelfen. Ich hoffe natürlich, euch hat der Test von den beiden kleinsten Powerbanks, die AllPowers zu bieten hat, gefallen und würde mich natürlich über euer Feedback in den Kommentaren freuen. Und wenn ihr selbst auch Lust bekommen habt, einmal so eine Powerbank zu testen, dann könnt ihr das gerne tun. Alle Links sind wie immer in der Videobeschreibung und im angepinnten Kommentar. Und mit dem Code, mit meinem Code Offroad10 bekommt ihr nochmal 10%. Obendrauf, ganz egal, ob das Produkt schon reduziert ist oder nicht. Und ja, würde mich freuen, wenn ihr mich damit unterstützt. Ich bekomme dadurch natürlich eine kleine Provision. Und danke an AllPowers auch nochmal an dieser Stelle für die Zusammenarbeit. Hat mich wie immer sehr gefreut. Und ja, ihr könnt euch sicher sein, dass ich hier mein ehrliches Feedback abgebe und nicht irgendwie irgendwas in die Kamera brabbel. Ich habe schon lange Erfahrung mit Powerbanks, habe wie gesagt auch andere schon besessen, etliche. Und dementsprechend kann ich, glaube ich, da ein ganz gutes Resümee dann am Ende ziehen, wenn ich die Powerbank dann auch getestet habe. Ja, das soll es dann an dieser Stelle mit diesem Video gewesen sein.
Ich freue mich, wenn ihr beim nächsten Reisevideo wieder einschaltet. Und jetzt bleibt mir nur noch zu sagen, ich wünsche euch einen schönen Tag und bis zum nächsten Video. Macht's gut. Ciao.